Neues Mod-Menü in Roblox zum Hacken, so geht's. Aber bevor das Video startet, die Zuschauer haben entschieden, dass ich einen Notruf Hamburg aufnehmen soll. Deswegen habe ich auf einen Privatserver aufgenommen. Falls es dennoch dem Admin oder so nicht gefällt, soll der Admin Bendis mich gerne anschreiben und sagen, dass es mir nicht gefällt. Jo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute testen wir ein neues Mod-Menü in Roblox. Ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen, Leute, also in Notruf Hamburg, Leute, dass das neue Mod-Menü nicht mehr funktioniert und hier haben wir ein neues Mod-Menü. Testen wir zuerst den Wallhack aus und der funktioniert wie beim alten Spiel. Außerdem haben wir noch einen Freund dabei, der Motorradfahrer nebenan, der wollte unbedingt dabei sein im Video. Ja, und fangen wir an mit dem Wallhack. Der Wallhack kann einmal durch die Wände gehen, wie gesagt. Und man kann auch mit dem normalen Wallhack, was ich besser finde, jetzt auch in so Sachen reinfahren, wie Häuser, also mit dem Auto selbst durch Sachen durchfahren. Leute, dabei, wenn das Video, also wie es funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Videos. Und ja, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und jetzt zeige ich euch nochmal hier, man kann super durch Wände alles durchgehen, ohne dass man zurückbackt. Alles wurde besser gemacht. Das alte Mod-Menü gibt es ja nicht mehr. Kommen wir an zum Multi-Jump. Also beim Springen müsst ihr unbedingt immer Multi-Jump anmachen. Dann springt ihr erstmal doppelt. Guckt mal. Und dann kriegt ihr, also immer wenn ihr natürlich, wenn ihr von Höhen runterfällt, wie 10.000 Meter, kann ich euch auch gleich mal zeigen. Also wenn ihr jetzt mit Multi-Jump springt, guckt mal, kriegt ihr Fallschaden. Ne? Guckt mal. Ja, seht ihr, ich habe Fallschaden bekommen. Und jetzt, wenn ihr Wallhack anmacht, also Multi-Jump anmacht, dann kriegt ihr keinen Fallschaden. Also dann kriegt man keinen Fallschaden. Aber wenn man dann auf 3 geht, sozusagen, kriegt man Fallschaden. Auf 2 kriegt man dann wieder keinen Fallschaden. Also auf Höhe 2 kriegt man keinen Fallschaden. Seht ihr, ich bin tot. Aber es ist nicht bei jedem so. Naja. So, wobei, also wenn wir jetzt auf Fliegen gehen, das funktioniert auch wieder. Ich finde das Motorrad-Update sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Motorrad sehr, sehr schön, dass man die hier auch kostenlos ausleihen kann. Ja, auf jeden Fall, damit fahren wir dann gleich rum. Wir machen Wallhack an gleich und dann, ja, auf jeden Fall geht es direkt weiter hier. Jetzt fahren wir hier mit dem Motorrad rum und ja, $50, okay, Leute, ja, ich bin außerdem gerade in der Türkei und versuche gerade mit VPN Roblox zu spielen und das funktioniert. Und jetzt Wallhack, also das Motorrad fährt 50 km/h leider nur, alle sagten, man kann nur Motorrad fahren, nur mit Pass in der Umfrage, aber ja, man konnte auch anscheinend auch ohne Pass fahren. Also ich hatte ja jetzt keinen Pass. So, ich wollte euch noch eine kleine Sache zeigen. Und zwar, ihr seht, es ist dunkel. Und dann können wir ein paar schöne Sachen machen, Leute. Und zwar, wir können dann einfach es hell machen. Also wir können dann die Lights on machen und dann ist es komplett hell. Bei mir, guckt mal, wie heller es wird. Und dann gibt es auch noch ein weiteres helles Mod-Tool. Und das kann man viel heller machen. Also man kann es auch am Tag machen. Man kann auch einschalten, dass es am Tag geht. Und ja, jetzt kann ich euch erklären, wie das geht. Freunde, ihr wollt alle dieses Hacken-Menü haben hier an der Seite. Leute, und das kann ich euch auch machen, Leute. Da das von Happy Mod nicht mehr geht, muss ich mir eins kaufen. Und das habe ich jetzt für euch kostenlos reingepackt. Seht ihr auch auf dem so getarntes Android-Zeichen. Boah, wenn ihr in der Türkei seid, müsst ihr aufpassen. Das sind APKs. Zum Beispiel war wie das ist gerade auch ein APK. Sind nicht erlaubt, Freunde. Aber Leute, wie man das Ganze macht, Leute. Und zwar, ihr müsst das Video liken und den Kanal abonnieren. Ich sehe das genau, wie viel abonnieren und wie viel liken auf dem Video in den YouTube-Einstellungen. Und das Video muss mindestens 1000 Aufrufe haben. Ja, ich setze hoch an, aber Bro, ich habe dafür 25 € ausgegeben. Also ja, Freunde. Und ja, also dann zeige ich euch, wie ich das für euch kostenlos gemacht habe, damit ihr es kostenlos machen könnt, Leute. Und ja, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, das ganz wichtig ist, welches Spiel ich als nächstes hacken soll oder was ich generell als nächstes machen soll. Soll ich Admin werden? Soll ich fliegen? Soll ich Brookhaven?
alles Mögliche. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich als nächstes machen? Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich sag euer Trick so. Ciao, Kakao.